Okay, hallo Leute. Guckt euch an, wie viele Startbutzen hier sind. Das ist ja unglaublich. Auf diesem einen kleinen Zankali. Ja, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, suche ich derzeit nach Raids. Zuerst mal auf Valgero. Ich wollte einfach mal hier die Border abfliegen. Genau deshalb, weil hier nämlich immer wieder welche sich zocken. Bitte nicht. Ja, bitte doch, aber haben sie ihn voll verpasst, ein Scheißdreck, ey, ihr armen Lurche. Ja, Freunde, es gibt außerdem leider schlechte News. Ihr habt euch sicherlich gefragt, Simi, warum kam jetzt 2 Tage kein Video? Vielmehr lag das tatsächlich daran, dass ich Geburtstag hatte. Denkst dir so nichts Böses, kommst von deinem Geburtstag wieder zurück und kriegst dann somit, ja, Simi, deine Base ist weg, nur so kurz nebenbei. Glücklicherweise hat's der Mr. Moon mitbekommen und hat die Sachen rausgetravelt. Bedeutet, verloren habe ich nichts. Oh, Jungs, bedeutet, was ist das? Junge, was ist das? Ja, das ist eine FOB. Nicht genehmigt, illegal. Ja, der Monne, der hat dann meine Sachen gesaved. Ich bin aber auch direkt, als ich 2 Tage später wieder online kam, umgezogen. Bedeutet, ich sitze jetzt an einem neuen Spot, den ich euch allerdings jetzt nicht zeigen werde, sondern eben erst, wenn das Projekt hier vorbei ist. Ich denke mal, ihr versteht so ein bisschen, wieso. Habe ich keinen Bock drauf. Verloren habe ich also im Grunde nichts außer den Spot. Ja, und jetzt sitze ich also quasi in meiner neuen Base, ganz allein, ohne meine Zuschauer. Und habe ich gefragt, und? Wer kommt denn? Wer kommt denn, frage ich mich. Als erstes möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Warm-Up-Raid machen. So einen klitzekleinen. Guck mal, hier war auch gebaut. Jetzt so ein bisschen Torrents und so meine Stevos testen. Gebrütet habe ich nämlich auch schon. Oh, Jungs. Oh, 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 oh. Guckt euch die Bestie an. Ha, ha, ha. Jetzt weiß ich auch, von wem die FOB da hinten ist. Ist der Simi da etwa... Tür geht auf. Ist da der Simi etwa in den Wait gekommen oder was ist da los oder was? Kann auch sein, dass die Tür einen Ladebug hatte und erst angezeigt wurde, als ich sie angeguckt habe. Deswegen riskiere ich jetzt nochmal ein bisschen. Riskiert der Simi, dass er downgeballert wird? Nee, da ist tatsächlich einer. Da fliege ich mal weg, weil meine Wyvern hat gar keine HP. Düst der da rum, der Lodri. Und Jungs, ich weiß natürlich, wer mich gewaitet hat. Das kommt dazu. Sollte ich die Lümmel finden. Ey, ihr glaubt aber, was dann los ist, ne? Dann ist wieder das Geweine groß. Ich talk. Als ob du uns gewaitest. Hey Leute, hört euch doch mal selber. Da muss man sich... Halt man sich also selber zu? Alles gebolzt. Düst jetzt nochmal auf eine andere Map. Die Wüste ruft. Schritt 1, hier so ein paar Dinger mal abfliegen. So ein paar Hügels. Die sind leer. Auch geknackt. Dann geht's jetzt in die Wüste. Auch gefatzt. Ein paar Überreste, aber eine Base. Die Wüste scheint leer. Nur ein Bett. Scheiße, hier ist nix. Ragnarok lässt grüßen. Ich möchte euch einmal schauen, ob bei der Steinformation was ist. Was ist denn eigentlich das? Aha, läuft ein Gen. Da wurde auch schon geblowt, also da ist halt nichts mehr. Oh, da brutzelt's drin, da brutzelt's deftig, schmäftig. Sag ich euch sowas wie es ist und zack, Hit. Mal gucken, ob einer zu Hause ist oder was. Oh, mit Cambenches, da ist einer zu Hause. Simi salzig und wir knacken. Kommen irgendwelche Blueprints. Oh, nehme ich. Das nehme ich tatsächlich gerne. Und hier jetzt der Shit, bitte. Yes, Baby. Yes, Baby. Yes, Baby. Die Anfänger zu raiden lohnt so deftig. Ein Carbo-BP. Oh mein Gott. Geil, die Anfänger wieder weggeballert aus ihrem Leben einfach. So geil, Sharks. Fuß-BP. So geil, Simi, wie du die Anfänger wegballerst. Schreibt's mal rein, oder? Jetzt noch hier das letzte Gunpowder rauszocken. Aber es lohnt sich halt legit, ne? Out der Simi. Go. Legit, ich warte nur drauf, dass was reinrennt. Hier, jetzt, komm, komm. Oh, geknackt. Nix hier, ey. Oh, Jungs. Wenn man vom Sausack spricht. Aktives Greenhouse. Keine Turrets gesehen. Ey, da kann ich übelst die Plants joinken. Sehr interessant. Sehr geil, Alter. Das ist wirklich sick, Mann. Einmal bitte zünden, bitte. Sehr, sehr geil. Dünger. Jungs. Hier muss ich alles durchlooten einzeln. Und sie wissen jetzt laut 3-Block, dass ich hier bin. Mais und alles, ey. Wie sick. Gut, ich habe alles Wesentliche. Weiter geht's. Ja, Jungs. Die haben es außerhalb der Border geparkt, die Schweine. Eigentlich gibt es zwar außerhalb der Border-Parkern extra Yeet, ne? Komm, die Strafe ist der Pete, okay? Weg damit. Gebe ich auch gerne zu. Ist schade um die Petris. Aber es ist die gerechte Strafe. Oh, Jungs. Seht ihr, was ich sehe? Ein Ei. Hat der uns sogar was gebracht, ey. Wir haben jetzt ein PT. Okay, ich gehe erstmal kurz den Shit ablagern. Und dann gucken wir mal weiter. Bis gleich. Moonen hatte mich über Discord angerufen. Er hat gerade live einen Raid gefunden. Die Attacker waren noch mittendrin. Er hat mir kurz einen Bildschirm übertragen und gezeigt, was abgeht. Wie sich später herausstellen sollte, waren die Attacker der Tribe, den ich vorhin gefunden habe. Und wie es dann dazu kam, dass wir auf einmal eine FOB vor deren Base hatten, das seht ihr jetzt. Oh. Sag nicht, du hast keine Grapple. Oh, Moonen, du bist so schlecht. Na.
Ein einfacher Grab, Junge. Mr. Monin, das kann doch nicht wahr sein. Ich komme. Oh, Mr. Chef. Oh, ich hoffe, das bist jetzt du. Ja, das bin ich. Ist nur die Frage, was wir jetzt zu zweit machen. Hast du einen Fallschirm? Ja. Soll ich dich per... Ich lass dich über deren Raid-Target. Ich bin Half-Life. Ich lass dich fallen und du pumpst, okay? Und ich laser so rein. Ich bin zwar Half-Life, aber das macht nichts. Ich geh schon mal rein, Monin. Ich geh rein. Warte auf mich. Ich da sitzt er. Er sitzt auf seiner Wimpern. Simi, setzt an. Simi, hat ihn. Ich muss nur kurz die Tech-Sachen hochladen. Chill doch mal, Alter. Und ich habe halt das Element, ne? Hab ihn, Monin. Und er sagt doch, chill doch mal. Ich habe deinen Mana-Sattel. Das war der deinen Mana gekillt hat. Ja, der war aber schlecht. Kann ich dich hochbringen? Die Wivern. Ja, ich nehme dich mit. Nehme ich mit? Ja, go. Fuck. Bring mich hoch. Ich pump das Ding weg. Ja. Hier, die blaue ist es. Ja, lass mich runter. Und jo, stopp. Zack. Oh. We waren dead, Monin. Current. Simi überlebt. Ja, Monin. Als ob die noch an sind. What the fuck? Ich dachte, die hätten die geknackt, die Base. Die rechts sind aus. Ja, ich bin fast tot, leider. Da kommt noch einer. Rote Wivern bei dir, Monin. Ja, die habe ich rausgelockt von der Base. Ah, okay. Haben sie gleich. Ja. Down. Hier kommt was. Rock Drake. Ja. Ich bin ein bisschen runtergedübelt. Du weißt, wo ich bin, ne? Er ist hier. Hallo. Hey, chill mal. Er sagt, chill mal, Monin, schieß drauf. Er ist oben. Ich bin runtergeparachutet, da wo die Wivern war. Ja. Da ist er. Siehste? Ja, er kriegt von mir Shots. Ja, weiter shooten. Er kommt, Monin. Schieß drauf. Voll drauf. Er ist fast tot. Ja, ich shoote. Ich muss nachladen, oh mein Gott. Lauf weg. Ja, Monin. Boah, ich bin halt fast tot die ganze Zeit. Ich auch. Wo bist du? Da ist er. Ich bin bei ihm. Oder ist das ein anderer hier? Ich auch. Okay, verstecken hier. Hinterm Felsen einfach nur. Pirschen, Monin. Oh, Kirsch, Golem, Fürst. Noch einer, Monin, noch ein Golem. Shotgun, sie schnitzt nicht, Junge. Aber die raiden wir, okay? Ja, wollen wir kurz uploaden und go? Jappert! Keiner da. Weiße Wivern auf dem Dach. Soll ich sie weg? Abherbien. Ja. Oh, da kommen sie. Die Wivams. Ja, ich geh auf den Mana. Ich freeze. Nein, bleib unten. Ich snipe vom Mana aus. Hab sie. Dann beendigen wir mal deren Wait. Hard Turrets sind aus, Tech Turrets. Da ist einer flitzt. Ja. Der droppt Fabby, was, Fabby. Oder? Hat einen Hit. Steo out. Als ob wir den jetzt den Raid klauen und sie danach noch raiden. Oh, da unten ist ein Tor offen, Alter. Ja, Monne, das sind absolute Bobs. Das ist ein bisschen schade, dass wir die jetzt hier raiden, ne? Nö. Sagt der nee. Aber es ist halt der Wait von den anderen. Dicker, hör doch auf, bitte. Turn off base and we look what we want to take and then we leave. Das ist der Pressing. Wait, no, we don't have anything. We just got raided 1 second before and everything got killed. You killed our 2 dragons. Come on, you don't have to take anything anymore. We don't have any... We wanna look. Huh? Why do you wanna look, huh? In your base. You can look at your big ass forehead. Auf den Vorhead oder was? Ja, sonst lass dir echt lassen, oder? Ich flitze jetzt mit dem Stego rein. Der läuft nur hinter dir rum, dann lasse. Der macht nichts. Okay, nix. Man, you can look. Time out. Alter! Where you from? Poland, yeah. Shall tell you something, huh? Do you know where I'm from, huh? From Germany, yes, yeah. Okay, so yes. I'm from Uganda. Yeah. From Germany, you know what happened with Germany and Poland, eh? Do you know? LOL! Die Typen wurden uns zu weird. Wir wussten, wo diejenigen, die sie vor uns geradet hatten, bauen. Nämlich die Typen im Redwood am Rand. Und das war unser nächstes Ziel. Es war sehr spontan und wir hatten keinen wirklichen Plan. Vergesst nicht, Munin und ich spielen auch nicht zusammen. Jeder hat seine eigene Base. Es hat sich eben nur ergeben, dass wir zusammen fatzen gehen. Halt uns nur, wenn du uns reinhältst, nicht so rein. Guck mal, siehst du die Wyvern da vorne? Ja, Action. Kannst du vom Ding ausschießen? Nein. Hit. So, denn die haben nämlich die geradet, die der Monin gerade penetriert hat. Wo? Das ist Rockdrake. Von der anderen Seite können wir den Rockdrake holen. Ja, das heißt, jetzt gibt's die wahre Strafe, Mr. Chef. Ah, ich sehe den von hier unten. Echt? Ich sehe den von hier. Ich weiß nur nicht, wie hoch ich zielen muss. Oh ja, da ist er.
Das war der Rock Drake, mit dem sie eben den anderen Tribe angegriffen hatten. Wir waren definitiv richtig. Free Scene. Ich Compound Bow. Sind gute Hits, gute Hits. Oh, sorry. Ja, willst du Giga droppen, wenn du kannst? Down der Joch rein. Standard Rock Drake Saddle. Läuft da ein Mana oder buggt der? Da ist ja noch eine, ja, noch eine Wyvern. Nee, die ist tot. Ach, das ist die Tote. Wird von hier auch tatsächlich soaken. Ja, ja, da, genau. Das war auch meine Idee. Den Tower da nehme ich weg, ne? Erst den Tower weg. Mit Torrents. Dann dahinter die Cliff, die jetzt nicht reinrendert. Das oben soaken und dann unter der Cliff, da ist ja die Base dann. Wenn wir den Tower da unten weg haben, ist das schon gut. Anchor Thief, ein Turret schon mal. Oh ja, aber die Kante ist echt wild. So geile Shots, ne? Ich sehe keinen. Alles Gamer clear. Wenn dein Stego down ist, dann gehen wir zurück und kommen mit einer Fob und noch einem Stego und einem Dadon wieder, ne? Dann hole ich auch noch einen von mir. Ja, die haben doch gut Bullets, die Viecher. Meinst du? Du siehst ja, schießt immer noch. Schmieß du ja. So klingst du in den Augen von allen. Da ist wieder Hashtag 1 oder die Inter- in die Kommis, die für die Moon in Army. Und ausgeschnitten. Dann würde ich schon mal abplatzen, ne? Wo ist überhaupt? Direkt auf der Brücke. 90 Haltbarkeit, 90 Abuval. Wir haben beide Resupply geholt. Munin war zuerst da und hatte schon ein Bett und die FOB gebaut. Auf Algero sind wir für den Raid in einen Tribe gegangen. Munin war also schon da und dabei aufzubauen. Und ich musste rein spawnen. Bloody kickt. Wo ist er? Ist er der da oben? Hier ist er. Lol, ich hab Blackscreen. Du müsstest Hits. Nur einmal. Ja, warte, lass mich den kurz du hitten. Der Pump. Dings clearen. Du müsstest nur die Steine. Könnte sein, clearen. Dass der gleich nochmal divet. Der divet. Zack, zack, zack. Geh doch auf meinen Mana. Okay, ich freeze kurz. Ich cryo. Ja, ich hack jetzt die Steine weg. Hä? Ich bin unsichtbar, Digga. Ich bin unsichtbar. Siehst du mich? Bei dir? Ja, ich seh dich. Ich bin unsichtbar bei mir. Jetzt sehe ich mich wieder. Ist Tech Shield schon am boosten? Ja, ist schon. Ich hole den Ridley rüber. Kannst du meinen Rex rauswerfen, Tech Rex? Ja, warte, näher noch Cooldown. Meinst du, die haben Schiss, dass sie jetzt gepowergamed werden? Ich glaube, da ist er. Mana Gamer hier. Ich nehme noch einen zweiten Jenny mit, by the way. Ich spam auch noch ein bisschen, ich habe auch noch ein paar Foundations. Dass ich den Jenny umplacen kann, der ist nämlich scheiße. Wir müssen nur gucken, die werden wahrscheinlich die Kante vor uns jetzt halten wollen, ne? Tech Bubble müsste jetzt auch ab sein, ne? Ja, ist genau jetzt ab, als du es gesagt hast, als ob du da... Ey, Junge, das ist... hast du auf die Uhr geguckt oder was? Nee. So, Bubble würde ich jetzt nicht insane groß machen, oder? Dann müssen wir nicht so viel Turrets... willst du kurz nach vorne flitzen mit den Foundations und da bauen? Warte. Oder soll ich das machen? Ja, wir sind aber genau an denen dran. Die können hier nichts lacen auf den schnellen Jürgen. Da es dann zu nah bis hier geht. So. Ich pack nochmal 10 Element in den... Die Barrier. Ich place mal ein paar Turrets outside. Wir gamen die weg. Hast du die Turrets alle umplatziert? Sieht aber doch gut aus, oder? Für den ersten Inkretion. Finde ich Dütte schon mal wuchtig. Sehr gut, das geht doch hier wieder 1. 10 Minuten und wir sind soak ready. Ja, ey, legit. Wenn wir zu zweit spielen, sind wir ultra fast. Hast du noch mehr gespammt? Ja, kannst du ja mal gucken. Ich habe keine Bullets mehr. Ja, aber ich, soll ich welche holen? Könntest du ja. Tick, Stego, Tech Rex. Komm, lauf uns zu. Tech Rex. Ja, ich geh freezen, du gehst Bloody grabben. Bloody out. Wir haben halt nicht viel Muni, ne? Schon tot, der Player ist dead. Ich krieg ihn nicht gegrabbt, den Sack. Aber der Player von dem Tech-Rex ist tot. Ja. Mach die Turrets aus. Hab sie ausgemacht, die drei, die geschossen haben. Ich geh auf den Tech-Rex, mach den Tech-Rex, wenn du kannst, zuerst. Ein Gamer ist draufgegangen. Es ist, glaube ich, ein Gamer drauf. Nein, du musst, der ist auf dem Stego. Du machst einfach alle aus, die... Mach an. Ja, sind down. Genau deswegen. Die Techs haben sie jetzt down. Komm ran an den Tech-Rex. Jawohl. Ich halt drauf. Richtig pushen. Geh hinter den, genau. Stuck den weg. Die blown. Aber ist egal. Der blowt sich selber. Hauptsache der Tech-Rex. Jawohl, nimm den Sattel. Der Spieler ist schon weg. Der Gamer ist weg. Ja, hab ihn. Ist dead. Ich muss erstmal klarkommen auf den Wait, Junge. Ja, wir brauchen Ersatz-Trills. Ich hab welche. Soll ich die holen? Jetzt in der Pause schnell weg. Und mehr Heavies. Ja. Ich halt nicht aufhören. Okay, Monin. Ich travel ab. Ich tu hier auch das Tech-Rex-Kit.
Ja, Capped Sattel tue ich hier rein. Ich hole mehr Turrets. Ja, okay, lass mich erst kurz hier noch zwei, drei Heavies placen, dass die Pushes wirklich hart werden von denen. Dass die nicht so easy einfach sich denken können, ja rein. Snipe der hier. Genau, snipe mal gegen, dass ich hier vernünftig Glacen Slash befüllen kann. Hol ihn weg, Junge, hol ihn weg. Einige Turrets sind vor allem leer. Oh lol, das haben sie leer gesoakt schon, ja. Mehr Muni habe ich aber leider nicht. Dann gehe ich jetzt kurz auf Craft welche. Beziehungsweise bringen. Hol rüber Chat zum Craften, ja. Und brotter hier Muni durch. Oh Junge, aber uns. Oh, warte mal. Scheiße, wir brauchen noch Spark Powder, das ist das Ding. Wir haben echt keine Air. Hab ich. Ja, 50k Charcoal habe ich noch. Die bringe ich mal mit. Aber dann müsste ich auch eine Chembench mitbringen, ne? Ich place ein paar Beer Traps. Man muss 10-mal an derselben Stelle drücken. Dann geht's. Uff. What the fuck? Oh ja, aber beim nächsten Mal müssen wir echt mehr ARV und so preparen, ne? Ja, das war ja übel spontan, dass wir die jetzt hier gefoppt haben, weil wir gesehen haben, dass die da einen attacken. Ich hab Chembench hingesetzt, ja. Du musst jetzt nur noch Gunpowder holen. Sparkpowder meinst du? Mein Sparkpowder, ja. Wo hast du die Chembench? Ich crafte dann schon mal Gunpowder. Jawohl, da haben wir sehr gut. Gunpowder kickt. Metal habe ich auch hier. Man hört sie blown, man hört sie blown, die blown, die blown, die blown. Spam vorne, da müssen wir hin, da müssen wir direkt hin. C4. So. Jetzt können sie clearen. Dann haben wir ein bisschen Zeit auch. Können wir Rampen bauen? Bestimmt. Guck du, ich mach Muni nämlich. Also ich befüll. Smooth as Butterfuck, sag ich dazu. Ja, wie machen wir's, Monin? Ich hab noch einen Tech-Gen auch mit, glaube ich. Ja, warte, guck mal, was wir jetzt machen. Ja, sag doch mal erst, bevor du jetzt hier zündest und was und nicht und doch. Nee, richtig. Ich werd besnipert. Der sitzt direkt über dir, direkt über dir. 10 Meter neben dir, Monin. Ich grappe ihn. Ja, grapple ihn please, er legt sich, er liegt, er kriegt Hits. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir, Tiger, hol ihn dir. Ich kann wo nicht. Ist er? Wo ist er? Der ist weggedüst, oder? Ne, er ist da rechts. Er wirft Poison Aids, ja, ich sehe ihn. Ja, das hat genau gar keinen Impact. Ja, ich weiß, weil man hier 100 Dingens hat. Ey, warte, ich ziehe einen Heavy Turret da oben hin. Sieh mir, guck mal, was ich jetzt hochziehe. Den geilen Stego, leckt es? Ja. Nein. Echt? Nö, ich kann laufen. Kurz geleckt. Okay, man, dann hab ein Perverso hier schon mal jetzt oben. Wir gucken mal, ob das reicht, weil eigentlich, wenn der hier ist, sollte den das schon zwirbeln dann. Nice, da kannst du soaken. Sauber, man. Ich guck, ob einer Snipe hat. Okay, warte, dann ich hol noch einen Tech-Gen für da oben. Ich hau den richtig scheiße hier hinter in die Ecke. Tag an Range Max. Weil wie ich mich immer hinter den Turrets versteckt wie so ein Lurch. Aber wir betreiben sehr gutes Pushing, das gefällt mir. Ach, der stellt die um. Da ist er. Er kriegt, er läuft. Stellen jedes Turret um. Mhm. Gib ihm, gib ihm. Ja, ja, ich schieß drauf, ich schieß drauf. Aber jetzt kannst du das Tech-Turret schon hitten. Mit dem Tech-Rex, ne? Ja, jetzt kommt ein Basilisk. Der sitzt da so, dass ich ihn nicht hitten sehen kann, leider. Läuft, ich sehe den auch nicht, der ist invisible. Er ist hinter mir. Ja. Und weg mit dich. Sehr nice, ist er down, ist er down, ist er down. Haben die da echt einen unsichtbaren Honk. Ja, siehst du? Ja, ja, ich mache ihn Damage, wie geil. Bam, 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 bam. Junge, wie geil ist das? Du machst dem, da ist der Basilisk. Den machst du Damage. Hier unten, guck mal da. Ja, ja, ja. Lol, die haben den im Mesh, Digga. Nice Mesh, Basilisk. Ja, Digga, da geht der Report out, oder nicht? Nice Mesh, Basilisk. Nice Video Recording. Ja, Snipern bringt nichts, Digga. Ich hole einen Tech-Rex einfach jetzt. Okay, Modern. Ich stehe so nah dran, wie ich kann. Schieß halt einfach über mich drüber. Guck mal, ob ich den Damage mache. Das untere, du musst das untere, du musst das untere treffen. Nee, du bist halt zu weit weg, scheiße. Ja. Da müssten wir da runterrennen dafür, ne? Ja, mit Stereo kommen wir nicht rüber. Mit einer Krabbe. Rüberwerfen? Ja. Hast du eine Krabbe? Nee. Ja, auch nicht. Ich hab ein bisschen Schiss, dass sie uns gleich von hinten den Arsch foppen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich meinen Arsch offen gelassen habe irgendwie. Oh, wir müssen Gunpowder immer erfragen. Ja, mach ich schon, mach ich schon. Da kommt ein Stego! Ah, fuck, jetzt habe ich kein Equipment an. Macht nix. Du auf Mana, ich auf Giga. Hob nur 8 mit den Turrets. Ich versuche auf Spielerhöhe. Ja, ich treffe den Spieler. Ist halt super schwierig, einen Gamer zu treffen. I take zero damage, nice. Der soakt halt unsere Heavies von oben. Die muss auf Only Players stehen. Nice Beer Trap. By the way. Ja, ich bin nur schon dran, du Jürgen. Soll ich meinen Schüler holen? Ja, hol einen Schüler. Ich habe auch welche sogar. Ich compound push schon mal. Dann hol ich jetzt einen Schüler. Und lauf mit den Schülers dann nicht in Dings. Beer Traps. Ja, soll ich Gates holen? Ja, ja, klar. Soll ich die Turrets auf Mittel machen? Ich mach die Mittel. Ja, aber alle. Ja, Range. Mittel. Darüber einstellen, das ist einfacher.
Hab ich? A little bit schnorcheln an your turret. Ja, er soaked, er soaked, er soaked. Komme. Bin auf dem TP rüber zu unserem Pflanzenkreisen. Bro, that's not allowed. That's not allowed, I hope you know it. Er sagt, es ist nicht erlaubt. Sag da, guck mal in den Regeln, guck mal in den Regeln. Ja, ich joine. Ich baller weiter. Ich geh mit dem Giga. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Bro, you must destroy it. Ist nicht. To build, it's allowed, bro. Shut up. Charles, Digga, laber mich nicht voll, Alter. Maul halten. Da kommt er mit seinem Giga, Junge, da zankt er mich einfach. Nein, nein, nein. Ja, 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 ich stuck ihn, ich stuck ihn, ich stuck ihn. Das war aber kein mehr Spaßi. Ja, wir sehen's, wir sehen's. Clip is out. Rein in den Loser, down ist er, rein. Oh, Leute, what the fuck, ich bin gestorben. Die haben da Turrets geplaced, das ist es. Ne, ich geh nicht auf den Tüler, ich hab den Stego. Nice. Und den anderen auch mit dem Tüler. Pfeift den Tüler. Die blauen, oh. Die blauen den Stego frei. Ich komme mit meinem eigenen Stego, warte. Ja. Ja. Da kannst du nicht hin, da haben die Turrets, pass auf. Ja, das ist ein Stego. Dann zog die leer, ist die Frage, mit was ich komme. Wir bleiben, bis ihr weg seid. Oh komm, Shark. Ich blow ihn wieder zu dir, mal. Weißt du, Alter, Junge, wir haben schon gedacht, Digga, ja. Bei dem Giga, Alter. Ey, ich hab ihn impaled, ich hab ihn impaled, ich hab ihn ja, impaled. Ja, als ob man den Stego impalen kann. Ich sterbe langsam. Ich muss los. Ja. Der ist gleich down. Der wird gut blutig, Digga. Der wird gut blutig. Der Damage ist echt mies vom Tüler. Er ist runtergejumpt. Hier läuft er aber nicht. Ja, wir müssen aber den. Nein. Wir müssen den Stego weitergekillt ja, haben. Ja, Digga. Ich wollte den nur kurz chasen. Ey, ihr wollt doch bestimmt beide auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, oder? Ich stream gerade. Ihr seid doch bestimmt so nett. Nein, Spaß. Nein, ich wollte ihn retten. Nein. Boah, er bestirbt dich schon 100 pro. Meinst du durch den Blutungs? Nein. Stellt wieder Turrets um. Rollt er hier Müllen rum wie so ein Spaß, Alter. Ja, ich hab Voice Chat aus. Ist fast down, als hätten wir zu zweit gesnipert, hätten wir sie gekriegt. Boah, du blockierst. Ich geh die Whippern an. Ja. Der schießt mit der Pumpgun auf mich, Digga, von da oben. Hab ihn. Er ist jetzt fast raus. Pumpgun. Ja, ich kann ihn nicht treffen. Hab ihn. Er hat hier Stuff gedroppt. Ja, sagen wir auf F. Es laggt. Hey, warte mal, wenn wir hier hinkommen, können wir einen Stego hochdroppen. Ja, ja. Wollen wir das machen? Dann kommen wir mal zurück, alles Wichtige weg und dann go. Ja, ich hab meinen Simi ready. Die meinen auch. Oh, sie sind da wieder scheiße. Das heißt, sie umgestellt. Ja, das Tech-Turret könnte dann jetzt schießen. Aber nice, ich hab's gesehen, Junge, Mann, wie geil. Mann hinter uns. Giga raus, Giga, komm. Komm, bleib dran, Monin, bleib dran. Er ist weg. Nee, er kommt gleich wieder runter. Als ob das sein Mana-Play war, sein krasses. Ja, ja. Jetzt lass mal Stego probieren. Ja. Einer gekillt, der andere verwirrt. Jetzt können wir rein. Hast du ein Schild? Sonst lass mit Schild. Hier, lauf hier, seitlich, links. Ich hab schon. Ja. Mit Schild. Ja, ich bin drunter. Okay, dann hier drüber, dann grappeln. Da ist halt ein Heavy. Guck mal, siehst du da den Schlitz? Ich würde hier rüberwerfen, oder nicht? Da hinten? Wirf, wo du willst. Und dann drauf, sagst du? Drauf jetzt. Soll ich versuchen? Ja. Ja, ist drauf. Ich geh ran. Ich sitze. Ich krieg Gamer-Hits. Muss ich umdrehen. Ich krieg immer noch Gamer-Hits. Starke Gamer jetzt oder nicht? Nee, gerade nicht. Gerade wenn ich genauso bleib, kriege ich gerade keine, wie es aussieht. Okay, Oh, Wyvern, shit! Weg, oder was? Ja, müssen wir. Ich bin down. Steig ab vom Stego dann einfach. Steig ab vom Stego ab. Der fliegt dir nach da hinten weg, der entführt ihn. Haben wir eine Wyvern out gerade? Nee. Oh nein, Cryosick ist dead. Neue Muni wird gemacht. Da kommt eine Ovel. Bist du das, Monin? Ich bin auf dem scheiß Mana. Siehst du die Orwell? Da dive er direkt weg. Nice, da ist der Monin. Du bist da dran gewesen direkt, ne? Ja, wir können halt gerade nicht viel machen. Ja. Ding ist, die können auch nichts machen. Hab sie. Und weg. Au, die Stefan Main. Das war seine Main, Wyvern. Scheiße, Stefan. Oh, die bereiten Stego vor. Kann ich sehen, welcher davon du bist, Mister. Alles gut. Oh, ich bin rübergefallen. Ist der noch oben? Der kommt hoch, der kommt nackt, der kommt hoch. Was heißt hoch?
Scheiße, unser Pop ist. In die Turrets, komm! Jawoll! Ich wollte ihn gerade grappeln, aber es hat sich erledigt. Oh, er hat. Da ist die Obel wieder. Obel über der Base. Ach, fuck, ja, ich hab missklickt Bier getrunken. Er fragt, ob die Schneeöl zu uns gehört. Nee, hab den paar Hits gegeben, der zieht direkt wieder ab, aber dann ist das irgendein anderer Tribe, der noch ganken kommt oder so, ne? Ja, ich Dödel hab aus Versehen ein Bier getrunken. Ja. Ah, fuck. Wyvern kommt, Achtung, Monne, du bist dead. Ich weiß. Ja, deswegen müssen wir warten, bis sie offline sind. Mana. Und jetzt kickt mein Bier Side-Effekt, Monne, ich bin out of order. Hab ich sehen. Hab ihn gefunden. Nice. Ein Stego. Ich hab deinen auch gefunden, by the way. Dann nutze ich die Zeit und mach Muni, ne? Ja, wollen wir mal direkt unsere Stegos hier wieder rauswerfen? Ja. Gib mal meinen. Und sie snipen direkt drauf, komm, provokativ. Again. Wir können da gerade leider nichts machen. Wir müssen halt deep soaken und dann kommen sie uns grabben. Was hältst du davon? Ja, Tech-Gen wird vorne nicht gehen, oder? Wir könnten halt versuchen, da einen Tech-Gen abzusetten. Da dasht ein Mana von dem. Vorne Tech-Gen versuchen, aber das bringt auch nicht so viel, ne? Ein bisschen deep gegangen, sag ich ehrlich. Monnen, er hängt da. Was bist du bitte für ein Gauner? Oh ja, hier habe ich mir vielleicht meine Stelle. Oh, Monnen, Alter, guckt. Oh. Meinst du, die wissen, dass ich... werden mich hier finden? Nee. Außer hast du einen Silencer. Hit. First try hit. Ja, okay, machst du weg. Ich bin wieder back im Business. Ciao. Das war die Überleitung zu wieder Footage, weißt du? Oh, wie ich die Wyvern da weggezwackt habe. Der wird mich nie finden. Oh, der Tür ist aufgegangen. Dann sage ich kurz den Zuschauern, Jungs, wir müssen abziehen. Ihr seht, das mit den Wyverns, mit den Stego-Grabs macht leider keinen Sinn. Wir sind einfach zu wenige. Wir sind einfach... Ja, wir kommen halt nicht ran. Sie stellen die Turrets auf low und placen die und stellen die Range immer neu. Das heißt, wir können nicht vernünftig soaken, müssen da also hoch. Und das geht halt nicht, weil sie uns da dann weggrabbeln. Hätten wir mehr Leute, mehr DPS, könnten wir... Ja, dann könnten wir die Wyvern halt killen, aber die haben zu viel HP. Ja. Wir kriegen die nicht weg, wenn die wegfliegt. Ja, das Ding ist, wir müssen halt warten, so, wenn sie alleine oder zu zweit sind, dann könnte es noch gehen, wenn wir die Stegos vielleicht dann ein bisschen noch auf Weight leveln und überladen oder so. Aber das sind halt gerade 3 oder 4 und da das geht einfach nicht. Muss man ja auch sagen, das ist dann halt Sharks und Monin raiden und dann mobilisieren sie natürlich nochmal alles, was irgendwie zu mobilisieren ist. Aber echt, ne? Ich würde vorschlagen, dass ich einfach alles in meine Base jetzt reinbeam. Und fürs Erste sind wir abgezogen. Vielen Dank fürs Zuschauen.